So, und jetzt ist die Arbeitslosigkeit immer noch bei 25%, obwohl hier 55 Arbeiter arbeiten. Na gut, wir werden ja noch den Garten der Demeter jetzt fertig machen. Militärische Aufrüstung in Diaprea. Was ist denn hier los? Das ist aber nicht schön. Na, gute Frage. Eigentlich gar keiner. So, Janara zahlt Tribut. Wieder 8 Bronzebarren. Wisst ihr, was wir machen? Wir haben genug Marmor. Ich baue jetzt noch ein weiteres Lagerhaus für Marmor und dann bringen die das nämlich zweifach so schnell. Das ist ja sonst albern hier. Nichts annehmen außer Marmor. So. Die Bauten gingen auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Das freut mich total. Und wie viele Skulpturen haben wir bis jetzt? Noch eine. Okay. Zu wenig. Aber schön, wir bekommen jetzt Marmor. Ohne Ende. Was ist hier? Hier war das Farmgebiet. Naja. Noch 53 Marmorplatten, 20 Ladungen Holz und 10 Skulpturen. Gerade die Skulpturen werden doch ordentlich an den Nerven zehren. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir die haben. Ja, dadurch, dass wir hier oben noch Platz finden für weitere Heiligtümer, können wir die hier oben mit hinbauen. Und ich glaube, sowas wie das Heiligtum von Poseidon, was eigentlich niemand interessiert in der Stadt, was können wir denn hier vorne mit hinsetzen? Heiligtum für Poseidon. Zitadelle des Poseidon. Und dann haben wir nämlich auch den Kraken, der uns beschützt. Geschwindigkeit hochstellen auf 100%. Ihre Beliebtheit ist stark abgeebbt. Ja, die Beliebtheit ist nur noch gut. Sie ist nicht mehr sehr gut. Ihr Ansehen ist eingebrochen. Janara zahlt Tribut. Wer mich verehrt, bei dem wird der Wein in Strömen fließen, wenn er ihn am meisten braucht. Hilfe von Atlas kommt. Und jetzt fehlen oben die Skulpturen. Wir brauchen noch 3 Stück. Ja, ich weiß nicht, Skulpturen verkaufen wir gerade nicht. Eventuell kriegen wir noch 1, 2. Ansonsten müssen wir sie mal einkaufen. Waffen sind auf jeden Fall genug da. Exportrüstungen werden weiterhin exportiert. 12 Stück haben wir schon exportiert. Sehr gut. Skulpturen. Kann ich da auch nur exportieren? Ich muss sie importieren können. Da. Skulpturen importieren. Geschwindigkeit erhöhen. Sehr schön. Geschwindigkeit wieder absenken. Das war zwar teuer, aber es wird sich lohnen, damit kriegen wir jetzt alles soweit fertig. Dann sinkt auch die Arbeitslosenquote. Beliebtheit ist noch okay. Verdiene Verehrung. Schließlich entstamme ich direkt dem Kopf meines Vaters. Vielleicht, vielleicht. Janara zahlt Tribut, sehr schön. Garten der Demeter fertiggestellt. Damit ist die Arbeitslosenquote mal ein bisschen runtergegangen. Könnte besser sein. Gesundheit ist perfekt, Unruhe im Moment noch keine, aber unsere Beliebtheit ist schwach. Sehr schwach. Was baue ich denn jetzt aus lauter Verzweiflung? Wir könnten weitere Olivenpressen bauen. Ich werde für Sie sorgen, wenn Sie in Not sind. Das ist lieb. Und sie hat jetzt dafür gesorgt, dass hier rundherum Farmgebiet dran ist. Es ist zwar nicht viel, aber es reicht, um ein paar Weizenfarmen hinzubauen und uns selber mit Nahrung zu versorgen. Und sie hat jetzt ganz viele Leute gebracht. Der Chef immer nur, Mann ey, hast du so einen Riesenkorb schon mal gesehen? Die Weizen einlagern in die jeweiligen Silos. Was auch dringend notwendig ist, sehe ich gerade. Denn teilweise sind die Nahrungsmittel schon alle. Oha. Danke, Demeter, danke. Und wisst ihr was, dann können wir auch gleich mit den Farmen beginnen. So, und die bauen wir von hier aus ran. Am besten gleich mal so, Weizenfarm. Eine Straße. Einen Architektenposten.
dann sieht die Nahrung gut aus und die Arbeitslosigkeit ist noch bei 19%. Es muss noch weitergehen. Okay, Ernte erfolgt im Juli, das ist nicht mehr allzu lange hin, aber ich brauche auch noch mehr Farmen. Weizenfarm. So, das wird für eine ganze Weile reichen. Und vor allem geht die Arbeitslosenquote endlich runter. Ach Gott, nee. Gott sei Dank. So, als nächstes. Olivenpressen. Hatte ich jetzt schon welche gebaut? Ich glaube nicht. Gleich mal zwei Stück hin. Die Landarbeiterlager haben nicht allzu viel zu tun. Das Einzige, worauf wir jetzt noch warten, ist, dass das Teil hier fertig wird. Das braucht nur zwei Skulpturen, aber dafür sehr, sehr viele Marmorplatten. Aber dafür bekommen wir den Kraken, der eben auf dem Seeweg aufpasst, dass niemand reinkommt. Wir haben Demeters Unterstützung, wir haben Atlas Unterstützung, wir haben die Unterstützung von Poseidon. Das sieht bisher gut aus. Dem werden die ungehobelten Götter nichts zu Leide tun können. Ja, Aphrodite nehmen wir auch noch mit rein. Einfach nur, weil wir es können. Und weil es wesentlich schneller geht. Sie hinzusetzen. So, dann kommt hier jetzt das Heiligtum der Aphrodite mit hin. Wir bauen auch mal noch eine Kunsthandwerker-Gilde. Oder zwei. Senkt ja die Arbeitslosigkeit doch drastisch. Geschwindigkeit hochstellen. Auf 12%. Sehr gut. Nahrung sind niedrig, Nahrungsmittelbestände. Das ist nicht ganz so schön. Ich meine, alle haben noch Essen, aber es ist trotzdem zu wenig. Bisschen was kommt wieder rein. Sie segnet jetzt die Farmen, die um sie rumstehen. Ich baue jetzt neue Weizenfarmen. Da geht schon nichts mehr hin, okay. Ein weiterer Architektenposten hier vorne mit hin. Weitere Weizenfarmen. Das ging daneben. So, dann baue ich nämlich den Architektenposten hier noch mit hin. Kann der später weg, dann decken die hier alles ab. Eine Sperre da mit hin. So, weitere Weizenfarmen. Arbeitslosigkeit sieht gut aus. Damit steigt dann demnächst auch wieder unsere Beliebtheit. So, Beliebtheit ist okay. Es gibt Unruhen in der Stadt. Unruhe niedrig. Aber das ist nicht schön. Dann muss ich tatsächlich dafür sorgen, dass wir jetzt nach Ewigkeiten mal einen Wachposten bauen. Einmal hier, einmal da. Und auch hier drüben, dass die hier auch nochmal aufpassen. Geschwindigkeit wieder hochstellen, denn die Beliebtheit geht wieder hoch. Ist wieder bei gut. Unruhen gibt es keine. Finanzen gehen aufwärts. Sie werden in jedes Symposium geladen. Sie sorgen, wenn sie in Not sind. Demeter hat wieder Nahrungsmittel gebracht. Och, danke dir. Demeter, du bist ein Schatz, ehrlich. Oh Gott. Jetzt sieht's auch wieder besser aus, was das Essen angeht. Es geht wieder aufwärts. Janara zahlt Tribut. Dankeschön. Wir haben jetzt genügend Farmen, die für uns sorgen. Und nebenbei bauen wir noch die ganzen Heiligtümer aus. Sogar Poseidon und Aphrodite, die wir eigentlich gar nicht brauchen, oder? Arbeitsmarkt sieht gut aus. Wolle ist genug da. Oase der Aphrodite fertiggestellt. Klasse. Wir haben jetzt hier vier Heiligtümer gebaut. Wovon wir, glaube ich, gerade mal zwei brauchen. Geschwindigkeit runtersetzen. Oder eins. Nee. Ha, wir haben gerade mal eins gebaut. Wir brauchten das von Atlas ja nicht mal. Und Aphrodite und Poseidon sind auch obendrauf genauso. Ja, nicht wie Demeter. Demeter ist die einzige, die wir benötigt haben. Also jetzt noch Athene und Dionysos und dann ist alles soweit okay. 48 Marmorplatten für die Kolonie sollen wir noch bereitstellen. Die sammeln wir jetzt schon mal zusammen. Und die 20 Krüge mit Olivenöl kommen später. Jetzt kommt erstmal das Heiligtum der Athene und das Heiligtum von Dionysos.
Athene. Die macht sich ja hier unten ganz gut. Da haben wir nämlich schon die ganzen Landarbeiterlager. Warum darf ich das nicht bauen? Was stimmt mit euch nicht? Ich darf nicht so viele Heiligtümer haben. Das heißt, ich muss das der Aphrodite wieder abreißen. Wie dumm ist das denn? Oh Leute, tut mir doch sowas nicht an. Laube der Athene, Tatsache. Sie brauchen 24 Marmorplatten. Die haben wir aktuell nicht, die werden jetzt aber produziert. So, dann wird die Athene jetzt fertig gemacht. Ich hoffe, der andere bietet wieder seine Hilfe an. Nee, tut er nicht. Ist aber auch nicht schlimm, geht ja relativ fix. Das heißt, das Heiligtum von Poseidon habe ich jetzt auch umsonst gebaut. Janara zahlt Tribut. So ein Dreck. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Na dann tu das. Zitadelle des Poseidon fertiggestellt. Ja, die muss ich auch gleich wieder abreißen. Oh, dabei ist die so groß. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Laube der Athene fertiggestellt, benötigte Mitarbeiter. Das war mir so klar. Ausgerechnet jetzt brauchen wir wieder welche. Dann muss ich es anders machen. Dann bauen wir jetzt Agora, Janara zahlt Tribut, für Wolle und für Öl. Was? 200 noch was Leute benötigt? Wieso das denn? Noch Platz für 32. Die sind irgendwann zusammengebrochen. Wahrscheinlich ist wieder irgendwo ein Brunnenmitarbeiter nicht lang gelaufen. Geschwindigkeit runterstellen. Wir haben da einen Brunnen. Dann baue ich jetzt hier vorne noch einen. Ach, sowas hasse ich ja wie die Pest, ne? So, Geschwindigkeit wieder hochstellen auf 100%. Nara zahlt Tribut. Arbeitsmarkt sieht wieder gut aus. Okay, und alles läuft. So, weitere Landarbeiterlager. Janara zahlt Tribut. Geschwindigkeit runterstellen. So, das kommt alles. Also Olivenöl haben wir jetzt genug. Theoretisch müsste ich jetzt noch den Hain des Dionysos bauen. Das Problem dabei ist, ich muss ja tatsächlich ein Heiligtum abreißen, weil ich nur 4 haben darf. Und das sollte eigentlich nicht unbedingt das hier sein. Das war groß genug, es war teuer genug. Dann reiße ich lieber ihn hier ab. So, Atlas ist wieder weg. Dann bauen wir den Hain des Dionysos jetzt nochmal. Der kann hier oben mitstehen. So, dann bauen wir nämlich auch noch weitere Landarbeiterlager. Geschwindigkeit hochstellen auf 100%. Die Weizenfarmen sind alle fertig. Sehr schön. Zufriedenheitsdenkmal verfügbar. Janara zahlt Tribut. Und wir sind jetzt bei 82.000 Drachmen, also es geht richtig gut aufwärts. Hain des Dionysos fertiggestellt. Und damit ist auch das letzte beglückt worden. So, das kann ich jetzt nicht bauen. Warum auch immer es angeboten wird, dass man so viele Dinge bauen kann. Das mit Poseidon hat sich echt erledigt. Aber dafür haben wir eine Krake, die uns beschützt. Juhu. Da ist die Krake. Sehr schön. So, Waffen haben wir auch genug. Rüstungen meine ich. Die werden auch en masse verkauft. Wir bekommen weitere Statuen, weitere Skulpturen, die wir dann wieder in weitere Heiligtümer einbauen können.
Wir haben noch einen guten Arbeitsmarkt, sehr viel Kohle, die wir jetzt mit in die nächste Kolonie nehmen. Und damit würde ich sagen, sind wir soweit fertig. An dieser Stelle speichern wir unter LP01 und beenden die Mission. Na also, das Ganze in 2 Folgen abgehandelt, obwohl wir einige Probleme hatten, gerade auch bei dem Bau der Heiligtümer. Aber es ging doch relativ gut von der Hand, dadurch, dass wir immer alles richtig schnell haben laufen lassen und uns keiner angegriffen hat. Das ist ja auch noch immer eine Sache, die nicht selbstverständlich ist, sagen wir so. Welch wunderbare Sehenswürdigkeiten Autoch zu bieten hat. Gewaltige Heiligtümer zieren die Stadt und erinnern an den Ruhm der Götter. Natürlich zählen häufig auch die Götter selbst zu den Besuchern. Ein Anblick, der mit Freude erfüllt. Wem könnte es nicht gefallen, wenn Athene mit schnellen, festen Schritten Oliven pressen und Landarbeiterlager segnet? Und Demeter mit ihrem überquellenden Korb bietet einen wahrlich wundervollen Anblick. Und schließlich der unvergleichlich majestätisch dahinstolpernde Dionysos, der auf die Gesundheit aller Menschen anstößt, die ihm begegnen. Autoch ist wahrhaftig eine Stätte der Wunder. Doch deine Forschungsreisen sind noch nicht zu Ende. Du musst Autoch abermals in die Hände von Plexor geben und in einem fernen Land eine neue Stadt gründen. Tja, das machen wir. Wir gehen also in ein neues Land. Und zwar im nächsten Part entweder nach Bimenis, nach Coelho oder Chuelo und Chopan oder Copan. Gucken wir es uns im nächsten Part an. Bis gleich.